Ich würde mir wünschen, dass es Unverpacktläden an jeder Ecke gibt. Natürlich. Gerne auch, dass sie andere normale Supermärkte ablösen. Das wäre mein absolutes Traumkonzept von einer Welt, auf jeden Fall. Seit dem 01.01.2023 sind Restaurants, Kantinen, Cafés, Bistros, Tankstellen aufgrund einer EU-Verordnung dazu verpflichtet, auch Mehrwegverpackungen anzubieten. Das soll dazu führen, den Verpackungsmüll deutlich zu reduzieren, denn 2020 sind in der Europäischen Union insgesamt 18,8 Millionen Tonnen an Verpackungsmüll angefallen. Diese Zahl möchte die EU-Kommission bis 2040 drastisch reduzieren. Das Geschäft Tante Olga in Köln-Sülz geht sogar noch einen Schritt weiter und bietet ihre Produkte völlig unverpackt an. Ja, ich finde, die Verordnung ist auf jeden Fall ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Aber ich finde es traurig, dass es wieder so viele Ausnahmen gibt, dass es dann an anderen Stellen so ist, dass man vielleicht sogar mehr dafür bezahlen muss, dass tatsächlich auch gewisse Einwegverpackungen anscheinend auch eine Lösung sein dürfen für eine nachhaltige Mehrwegverpackung. Also wo es ja eigentlich doch viele Wege darum herum gibt, dass man wirklich eine Mehrweglösung hat. Und ich finde, es ist nicht konkret, nicht strikt genug.